Ach, das ist auf Zeit begrenzt. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Dann hauen wir erstmal ein bisschen mehr Kohle da rein. Kann ich halt einen Stuhl reinschmeißen oder so? Nee. Krematorium ist der Ort, an dem Leichen verbrannt werden, wenn sie dann eingeäschert werden wollen für ihre Beerdigung. Ist hier nicht gerade... Ich glaube, ich werde schon verrückt. It's not working for some reason. Warum funktionierst du nicht? Ich habe da jetzt Druck aufgebaut. Oder muss ich jetzt hier noch drehen? Ich glaube, ich habe bald nicht mehr genug Kohle hier rumliegen. Oder wie spawnt die? Die wie spawnt? Das ist das Geräusch, was ich dauernd höre. Danke, Pearl. Ich glaube zumindest, dass du das bist. So, weil ich da nichts mehr an dem Haufen tue, wird das wohl mehr nicht gehen. Also, ich mache hier an. Und da muss ich irgendwo Knöpfe drücken. Wahrscheinlich das da. Was muss ich danach tun? Woodseller. Raptor Note, nein. So. Die Frage ist, wo werden wir danach hingehen müssen? Ich könnte hieran nichts ändern. Hier drüben konnte ich auch was nicht machen. It's not working for some reason. Da unten war nichts mehr. Da war nur diese eine Puzzlebox. Die haben wir gelöst. Müssen wir noch zusagen, oder? Ja. Was mich halt gerne interessiert, hätte ich das vorhin schon direkt mit der Kohle machen können oder nicht? Also habe ich da einfach nicht richtig drauf gezielt oder ist es jetzt eigentlich geskriptet, dass es jetzt erst funktioniert? Schlüsseln kann das nichts zu tun haben. Ach, bin ich blöd. Könnte es sein, dass ich da hinten mit den Schlüsseln da die Tür aufmachen kann? Nee, okay. Ja, mehr Kerzen löst das Problem. Das ist korrekt. Hast du gut erkannt, immer Maus. Wieso gehe ich nicht mal hier runter? Was ist hier? Abgesehen davon, dass es anscheinend Wasser ist und ich nicht reingehen kann. Ich werde natürlich jetzt hier das Wasser rüberpumpen müssen. Nehme ich mal stark an. Nur warum klappt das nicht?
Wenn ich da drüben Druck drauf habe. It's not working for some reason. Ich war da drüben ja auch schon, als hier das Ding gebrannt hat. Also darf es daran auch nicht gelegen haben. Irgendwas muss ich hier noch tun. Damit das funktioniert, wie es soll. Ich meine, man hat gehört, dass da Druck drauf ist auf der ganzen Geschichte. Ich wollte ja, dass sie dann benutzen. Und das hier ging nicht. Der Hebel. Der Hebel ging auch nicht. Hieran konnte ich auch nichts machen, sobald ich das gesehen habe. Wir versuchen es trotzdem nochmal. Hier geht nichts. Hier geht nichts. Hier, das wollte ich nicht. Das wäre eine Möglichkeit, ja. So, warum? Ich glaube, mehr geht nicht, oder? Nee. Warum klappt das nicht so, wie es soll? Oh, Katzen. Da habe ich mich verlesen. Ich habe Kerzen gelesen. Hier noch irgendwas übersehen? Ja, wahrscheinlich habe ich irgendwas übersehen. Das würde mich nicht wundern. Ist hier noch irgendwo ein Hebel gewesen? Nö. Hier ist nichts. Hier oben eigentlich auch nicht. Ja, auch zu weit weg, ehrlich gesagt. Eben irgendwas gewesen mit Schlüssel? Damit hat es auch nichts zu tun. Hätte ja funktionieren können. Wisst ihr, woran es gelegen haben könnte, was ich hier übersehen habe? Welcher Fehler mir diesmal unterlaufen ist, dass ich hier nicht vorwärts komme, wie ich das gerne hätte? Noch kein Schraubenzieher oder so. Hier drüben was vergessen.
Der einzige Ort, an dem jetzt noch was sein könnte, wäre eigentlich hier unten. Da ist nichts. Warum funktionierst du nicht? Ich dachte, es hätte daran gelegen, dass du Druck brauchst. It's not working for some reason. Dass da Druck drauf kommen muss und dass du dann funktionierst. Aber es tut's nicht. Warum? Was ist der Fehler? Das ist es, was ich mich gerade frage. Ich habe nichts gefunden. Ich habe eigentlich alles abgesucht, soweit ich das überblicken kann. Ich habe ja auch jeden Gegenstand mindestens einmal angeklickt oder bin drüber gefahren, um zu gucken, ob sich da irgendwas tut, aber... Hier in der Kiste, das ging auch nicht, da haben wir die Tür zugemacht. It's not working for some reason. Warum funktionierst du nicht? Pump das Wasser ab. Und hier kann ich nicht runter. Vielleicht irgendwie das Rohr verstopft, dass ich da reingucken muss, dass da was drin ist. Komme ich nicht hin. Ich kann nicht reingucken und nichts. Ach, davon wusste ich noch gar nichts im Mamas. Nur von dem Messer irgendwas machen. Wieso klappt das nicht? Was mache ich diesmal falsch? Also wird 100 Pro um die Hitze gehen, Dampf entsteht, Druck ist da und dann muss das Ganze funktionieren. Hier tut sich nichts. Es ändert sich ja gar nichts.
Das Ganze ist das Türöffnen. Nee, hier links, das habe ich auch versucht. Da macht er nichts. Was ist hier verkehrt? Congratulations on finding the sixth puzzle box, kids. You are brave to venture into these frightful ants. There lurks a monster in here, and its name is Pearl. She might seem innocent, but when you least expect it, she strikes. I discovered this side of her when I used the water pulse for an experiment. Just because all of the linen turned blue. The linen turned blue. Was heißt denn Linen? Laterne? Müssen wir mal ganz kurz googeln, was Linen heißt. Und mein Handy sagt Leinen. Das Leinen wurde blau. Wie steht hier? Irgendwas mit Leinen. Irgendwas mit Leinen. Ach. Eigentlich jetzt irgendwas damit zu tun, mit Messer in dem Leinen rumspielen. Wir noch mehr Leinen gehabt? Wirklich? Was ist das Problem hier, Pearl? Warum klappt das nicht? Was hast du gemacht? Nicht gerade stark, aber it's not working for some reason. Ja, for some reason. Was ist dieser Reason? Was ist der Grund? Was ist der Grund, dass das nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte? Da wird auch nichts mit dem Messer zu tun sein hier. Ich hätte gedacht, dass man hier sich so ein Stück Stoff abschneiden muss. Das ist auch nicht der Fall.
vor dem Kessel oder vor dem hier stellen. Okay, und was soll ich dann machen, wenn ich es angemacht habe und hier vorstehe? Auf den Zeiger. Auf den Zeiger hier. Oder auf einen der anderen dreien. Okay. Ich fühle schon mal nach. In der Zwischenzeit, wo du dann schreiben kannst, was ich als nächstes versuchen soll. Wenn er hier im roten Bereich ist, meinst du? Also wenn er bei 400, ich meine Celsius ist, oder Grad. Wobei 400 Celsius relativ wenig wäre sogar. Für so einen Ofen. Den rechten oder den linken Hebel ziehen? Ich meine, dass du den hier meinst, oder? Kann nichts machen. Vielleicht dann wieder ausdrehen? Kann ich auch nicht. Hat auch nichts damit zu tun. Oh, warte. Versuch was anderes. Versuch Kohle nachzulegen. Damit hat es auch nichts zu tun. Oder weil sie kleiner war, ging es nicht. Das kann es auch sein.
Hat nichts damit zu tun. Ich weiß nicht, was es soll. Ich glaube, wir werden mal den Hinweis nehmen müssen, oder? Find a way to the other room in the laundry. Ja. Würde ich ja gerne, gell? Ich habe gar keine Informationen. Da drüben heißt es nur, es funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. It's not working for some reason. Das ist das Einzige, was ich weiß. Und ich kann da drüben den Kessel hochheizen. Bis zu 400 Grad. Aber sobald er den 400 Grad erreicht hat, macht er zack. Ist Schluss. Was ich auch versucht habe, ist hier heizen und dann drüben zu drücken. Aber kommt das gleich. Es funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Und ich weiß nicht, welcher Grund es ist. Ich weiß nicht, was fehlt, was ich falsch gemacht habe, was ich noch tun muss. Ich habe keine Ahnung. Bin hier oben an der Decke. Gehen hier den Rohren. Gehen hier nur in die Wand rein und mehr kann ich nicht sehen. Hier hinten sehe ich nichts. Weil das dicht ist. Hier sind keine mehr. Und hier hinten die ganzen Rohre führen nur nach oben. Ich habe gedacht, dass hier vielleicht irgendwas blockiert, aber hier kann ich auch nichts machen an dem Zahnrad. Hier unten war ich ja auch. Da ist nichts, was ich machen kann. Da war die eine Rätselbox und das war's. Hier kann ich nicht runter, weil der Wasser voll ist.